immer gefahren, ist prinzipiell ganz leicht. Da jetzt den manuellen Fahrmodus mit dem Kupplungspedal. Das heißt, sag, ja, jetzt mal ein bisschen mehr Gas geben. Dann kann ich den Gang vorwählen. Kuppeln, Gang ist drin. Die Federung ist ausgezeichnet. Fahrersitz, Beifahrersitz, Luftfeder. Wir gleiten da dahin. Spielend. Da ist ein ganz besonderer 430 Agrar. Der ist lackiert im Mitternachtsblau Metallic. Der hat unter 1000 Kilometer, 40 Betriebsstunden erst. Ist knapp über ein Jahr alt. Und jetzt schauen wir mal, was dem so ausmacht. Komplette Agrarausstattung, das fängt an mit dem Söder Frontkraftheber zum Einhängen für die Anbauplatten Kategorie 3. Weißt, das ist eine K3-Platten, da wo man zum Beispiel einen Schnäpfler oder so dranhängen kann. Ja, und dann hat man da dann auch noch einen Zapfen. Genau. Motorzapfen, 45.000 Umdrehung und Lastschaltbar. Und Hydraulik ist ja da auch relativ viel Ausstattung drin. Genau, die hat vier doppelwirkende Steuergeräte. Wie man es halt auch kennt, von den älteren U400, U500. Und die hat halt zusätzlich noch jetzt der Load Sensing Hydraulikanlage drin. Ja. Ich habe noch einmal gefahren. Geil. Ja, das ist ganz einfach. Umlass noch das schon. Dann hast du einfach da. Jetzt ist der Vorwärtsgang vorgewählt, der dritte. Jetzt, wenn du Handbremse raus hast und Kupplung auslässt, dann fährt er mit dem dritten Gang an. Nur eine gute Sache an dem Frontkraftheber mit Unterlenker und Schnellfanghaken in K2 ist, dass man die Druckklappe kann. Der Unimog hat ja konzeptbedingt ein ganz kleines Vorbaumaß. Das heißt, man hat in der Front wirklich viel Raum für Geräte. Das sagt man ja auch nicht schon mehr Ausleger, sondern auch in der Landwirtschaft zum Beispiel vom Schmetterling ein Mähgerät vorne dran und so. Da hat man Platz, man kann es antreiben, man kann es heben. Alles Sicht ist eh top. Und wenn man in eine Kreuzung reinfährt, sieht man auch gut aus, weil einfach die Scheibe weit abgezogen ist, groß. Und oben hat einen Sonnenblenden dran, das heißt, richtig warm wird es da drin dann trotzdem nicht. Und wenn doch, haben wir eine serienmäßige Klimaanlage. Ja, selbstverständlich. Aber sonderausstattungsmäßig ist da trotzdem auch noch Xenon-Paket verbaut. Das heißt, ein gescheites Licht mit LED-Tagfahrlicht. Da oben nochmal Halogen-Arbeitsscheinwerfer und ganz oben am Dachbügel LED-Arbeitsscheinwerfer. Da sieht man also was. Da sieht man wirklich was. Den habe ich schon mal auf der Nacht ausprobiert, da wird es Tag halt. Das ist gut. Und es wird auch gescheit laut, weil was ist da denn drin? Die Hupen. Da haben wir auch was. Genau, das hat jetzt auch nicht jeder drinnen. Aber der Kunde wollte das damals haben. Hat immer Drucklufthorn. Das kann man innen in der Fahrerkabine umschalten, von der elektrischen Hupen zum Drucklufthorn. Das ist relativ laut. Ja, das glaube ich. Aber was auch ein bisschen laut ist, aber mehr zischt, das ist da dann bei den Reifen, ne? Genau, wir haben da nicht bloß Ackerreifen drauf in der 24 Zoll Ausführung. Für 45, 70, ja 24 sind das. Das sind eigentlich die größten Reifen, was du am U430 fahren kannst. Und wir haben zusätzlich haben wir noch eine Reifendruckregelanlage an dem Unimog. Ja, das heißt, man kann da mit dem Kombi-Instrument von drin aus während der Fahrt während den der Reifendruck Fahrt. Man kann während der Fahrt den Reifendruck regulieren. Ja, und das dann, ist super. Dann ist man einfach bodenschonend da unterwegs. Richtig. Oder man hat mehr Traktion und auf der Straße weniger Verschleiß und einfach ein sicheres Fahrverhalten. Das ist praktisch. Man fährt jetzt von der Straße rauf aufs Feld, man sieht, okay, ich fahre jetzt ins Gelände ein und ich gehe auf meine Reifendruckregelanlage und setze den Reifendruck runter. Und das ist top geschützt und was du gesagt richtig hast, praktisch. Aber wenn wir bei praktisch sind, so sehr eine Detaillösungen bei der Außenbedienung beidseitig, ne? Das ist super praktisch. Das ist wirklich praktisch. Die hat wie gesagt die Außenbedienung für die Krafthebern, hat er vorne und hinten. Jetzt sitzen wir hier drin und es fällt auf, wir haben einen Komfortsitz, luftfedert. Du auch. Genau, schön bequem.
Schrecken. Mit Sitzheizung sogar. Mit Sitzheizung. Wahnsinn, die haben wir auch schon gesagt. Und wir haben auch da dann die EAS, da kann man also automatisch schalten lassen. Oder man dort vorwählen und dann kann man da unten das Kupplungspedal ausklappen und kann man dann kuppeln. Dann da innen drin natürlich Kombi-Instrument, ist eh alles sehr klar. Da drin das EQR, quasi da kann man schneller zwischen vorwärts und rückwärts wechseln. Drehzahlspeicher und sowas, was man für Zapfen braucht, ist eh klar. Mechanische Zapfen, die sind da dann gesichert. Geben wir gleich an dem Schalter. Dann Kipphydraulik natürlich, das machen wir einschalten. Reifendruckregelanlage auch. Hydraulikkreise, die liegen alle an dem Hebel. So hat man das alles direkt proportional in einem Hebel drinnen. Und da hinten ist auch noch ein Hebel dran, beziehungsweise da drin. Da kann man auch nochmal vorwärts, rückwärts umschalten. Sperre in der Mitte, Sperre Hinterachs, Sperre in der Mitte, vorn und hinten, dass man überall hinkommt, weil man hat permanenten Allrad. Das ist also ein Unterschied zu den alten Unimog-Baureihen. Reduziert einfach nochmal den Reifenverschleiß und ist ein bisschen sicherer. Ne? Das ist der Sound aus 6 Zylinder mit 7,7 Liter, natürlich in Euro 6, mit 299 PS und 1200 Newtonmeter Drehmoment. Das ist eine sehr zuverlässige Maschine und auch sparsam. Das ist schon gut, aber wir schauen uns jetzt unten an, weil der natürlich auch einen Kipper verbaut hat, was unter dem Kipper drunter ist. Ja, wir sehen jetzt da die mechanische Heckzapfel, wenn wir da hinten gehen, von der Firma Werner. Mhm. Und das da ist eine Hydraulikpumpe. Genau, richtig. Das ist dann die Pumpe für die Load Sensing Hydraulik. Die ist da am Nebenantrieb gepflanscht. Genau. Und da unten, da sieht man das Getriebe. Also das hat ja ein Nachschaltgetriebe mit Arbeitsgang. Genau, die hat eine Arbeitsganggruppe mechanisch. Das ist dann Verteilergetriebe unten mit dran. Von daher sieht man es, wenn man da reinschaut, da sieht man das Planetengetriebe. Ja. Genau. Das ist ganz normal eben. Das Schaltgetriebe, wie man es eben kennt vom Unimog. Ja, und da sieht man, das ist alles schon sehr robust ausgeführt. Natürlich auch mit Schraubenfedern. Unimog muss robust sein, der muss er was aushalten. Ja, und das tut er. Das tut er auch wirklich. Im Heck mit dem schweren Heckkraftheber, da haben wir da hinten auch noch einen Anhängerschlitten. Da haben wir also eine normale Maulanhängerkupplung. Richtig, genau. Und da unten ist ein K80-Kugel. Ist ein K80-Kugel. Und das ist höhenverstellbar. Das ist beides höhenverstellbar, ja. Da ja. Könnte man jetzt auch noch her wie unter K50 für den PKW auch ein enges Einschubstück reinmachen, ohne Probleme. Und mit Zwangslenkung, wie schaut es da aus? Gibt es auch was von Schambel? Gibt es auch nicht. Dann natürlich Kamerasystem. Fahren wir mal ein bisschen. Fahren wir mal ein bisschen. Ja. Ja, und wenn man jetzt vom staubigen Einsatz zurückkommt, hat man in dem Fahrheld drinnen und da dann Druckluftpistole mit Anschluss. Dann kann man also da hergehen. Natürlich hat der einen Wendelüfter auch verbaut, aber zusätzlich, wenn es einmal wieder ein bisschen schwieriger ist, dann geht man halt einfach her und dort das ein bisschen ausblasen. Ja, so, leider ist das Video jetzt auch schon wieder gegangen, aber da zieh ich nicht runter. Wenn es ein Abo da lässt, wird sofort informiert, wenn das nächste Video kommt. Ich wünsche euch auch viel Spaß mit denen und mit den alten Videos. Gibt es auch noch interessante Sachen zum Sehen. Nächsten Highlights kommen, der Muck will immer was zum Tun. Schaut euch gerne eine Collection an, dann fährt der Muck auch mal zu eng.